einfach wichtig, dass es gut feucht ist. Und dann fängt man halt ganz vorsichtig an, und man will nicht dieses Geräusch hören. Vera Frey ist Geigenbauerin, aber ihre Leidenschaft sind Gampen und der Knick im Boden ein heikler Moment. Manchmal, es ist so ein ganz leichtes Knistern und dann... Dann weißt du, dass du an der Grenze bist, oder? Ja, dass hinten die Fasern rausbrechen und die sollen nicht. Also deswegen, ich glaube, ich warte jetzt ein bisschen. Was ist eigentlich eine Gambe? Eine Gambe ist ein Streichinstrument aus der Renaissance, Frühbarock, und wurde dann abgelöst von unseren heutigen Streichinstrumenten. Ich bringe mal eine kleine Gambe, große Gambe, Moment. Das ist die große. So eine machst du jetzt diesen auch. Knick, jetzt baue ich auch eine große. Also es geht gerade hoch und dann kommt der Knick. Man stellt die Beine so ein bisschen versetzt zueinander und stellt die da so rein. Und dann hält die. Also die ist sehr mit dem Körper verbunden. Und ich glaube, wenn es gerade wäre, dann hat man hier so eine Kiste und müsste so spielen. So schmiegt es sich besser an den Körper. Also so ein Gampenspieler ist auch sehr verbunden mit seinem Instrument immer. Ja. Hast du die auch gemacht? Ja, die habe ich auch gebaut. Zeig den Kopf jetzt. Hast du den echt selber gemacht? Mhm. Das ist aber gar nicht mein schönster. Da oben sind meine Versuchsdamen, die habe ich dahin geschraubt. Das ist so ein bisschen wie in dem Märchen Die Gänsemagd, wo die immer unter dem Pferdekopf durch muss. Die gucken jetzt immer runter, was ich mache. Das ist jetzt für die Gambe, die ich da baue. Das ist so ein bisschen schön bei den Gampen, weil man einfach spielen kann. Also man kann mit den Hölzern spielen, du kannst Obsthölzer benutzen und so weiter. Und das geht halt nicht, wenn man eine Geige baut. Bei Geigenbau ist das sehr streng. Hat man eine Schnecke gemacht, hat man alle gemacht. Also es ist immer das Gleiche. Es ist so ein bisschen, und ich mag die Abwechslung. Veras Lebensgefährte Alois Bieberger baut auch Musikinstrumente. Seine Spezialität? Gemshörner. Eigentlich schon ungewöhnlich genug. Gemshornbauer sind eine Seltenheit. Aber das, was er gerade baut, ist etwas ganz Besonderes, das er selber ausgetüftelt hat. Das wird ein Bordun-Gemshorn. Bitte was? Ein Bordun-Gemshorn. Quasi ein zweistimmiges Gemshorn, das man auf einer Seite quasi die Melodie spielt und auf der anderen Seite hat es einen sogenannten Bordun. Das ist ganz, ganz gescheit gesagt die einfachste Form der Mehrstimmigkeit. Das klingt im Prinzip dann wie bei einem Dudelsack. Da habe ich nämlich ein halbfertiges aus Ziegenhörnern. Da kann ich das jetzt einfach mal kurz demonstrieren. So. Cool. Und sonst wird das jetzt eben auch, das ist jetzt auch Sopran in C und das wird auch Sopran in C. Das ist sogar der Auftrag, den ich zu machen habe und jetzt hoffe ich dann auch, dass es gescheit wird. Jedes Horn ist unterschiedlich gewachsen. Nicht jedes klingt am Ende gut. Die ersten Abbildungen von Gemshörnern findet man im 16. Jahrhundert. Aber wahrscheinlich hat man schon sehr viel früher mit Hörnern Musik gemacht. Meistens verwendet Alois Ziegen- oder Rinderhörner, die beim Schlachten übrig bleiben und so ein zweites Leben erhalten. Ein leichtes Knacken. Ich habe ein bisschen was gehört, aber es war noch nicht arg. Schon immer wollte Vera Geigenbauerin werden, aber ihren Eltern war das nicht geheuer. Zuerst schloss sie ein Architekturstudium ab, studierte Gesang, bekam ihr erstes Kind, bis sie dann endlich mit 30 noch eine Lehre als Geigenbauerin machte. Jetzt habe ich es fast geschafft. Ist fast dran jetzt.
Jetzt darf es erstmal trocknen. Einfach warten. Dass sie hier aufs Land nach Niederbayern zieht, war nicht geplant. Vera Frei war eigentlich ganz glücklich in ihrer Heimat Wuppertal, bis sie 2013 zu einer Messe für Musikinstrumente nach Regensburg musste. Das ist so, dass die Instrumentenbauer sich immer gegenseitig beherbergen. Wenn einer in dem Ort wohnt, wo die Ausstellung ist, können so viele wie es geht bei ihm schlafen, um Kosten zu sparen, weil keiner hat ja Geld als Instrumentenbauer. Und so habe ich den Alois kennengelernt und das hat echt sofort gerumst. Ja, dann hat er auch alles stehen und liegen gelassen, ist zu mir nach NRW gezogen und war dabei immer unglücklich. Ich habe den Eindruck, die Bayern, die sind nur glücklich in Bayern. Ah, hallo. Oh, gehst du in den Klostergarten? Okay. Jetzt hoffentlich gibt es Pilze. Ja, hoffentlich. Sonst muss man umdisponieren. Seit 2017 wohnen die beiden im ehemaligen Ökonomiehof des Klosters Johannesbrunn oberhalb des Vilstals. Ein Grund, hierher zu ziehen, war für sie auch, dass die kleine 200-Einwohner-Gemeinde einen eigenen Dorfladen hat, wo sie sich als Familie zu Fuß versorgen können. Beide hatten schon Kinder, bevor sie sich kennengelernt haben. Aber sie haben auch ein gemeinsames Kind. Ich habe heute in die Erde gefasst und habe mich eine Glasscherbe erwischt. Warte, und das gucken wir uns gleich nochmal an und desinfizieren das. Nein! Auch. Doch. Das nein. Ist das. Ja. Magst du auch Schwammerlsoß? Ja. Der alles macht zack, zack und benutzt viele Maschinen. Und wenn ich dann stundenlang brauche, dann sagt er immer, oh, ihr seid verrückt, ihr Geigenbauer, das zahlt euch doch keiner. Wie detailgenau, dass die dann halt einfach dann so arbeiten und alles mit der Hand und da gibt es so tolle Maschinen. Schon seit 30 Jahren baut Alois Biberger Gemshörner. Beigebracht hat er es sich selbst. Und dann hofft man, dass es nicht schon zu viel ist. Kann auch sein. Nur ungefähr erst einen Halbton. Und jetzt je größer ich das Loch mache, umso höher wird dann einfach der Ton. Er muss sehr präzise arbeiten. Nachstimmen wie bei Saiteninstrumenten geht nicht. Tja, gehen wir schon näher dem Ganzen. Geht das Stimmgerät. Zwei Wochen haben wir ihnen Zeit gegeben. Sind die Instrumente fertig? Guten Morgen. Ich habe meine Schürze noch nicht an. Ich bin noch nicht salonfrei. Wow, aber die schaut jetzt echt schon ziemlich fertig aus. Ja, es wird schon ein Instrument, so langsam. Genau, Oberzagen sind dran, Unterzagen. Und die Decke ist auch ganz schön weit schon. Da habe ich angefangen mit Ausarbeiten. Die war ja noch ein Stück beim letzten Mal, genau. Ja. Und das Bordun-Gemshorn? Schaut jetzt ziemlich perfekt aus. Ja. Klar, was heißt nur ziemlich? Also das hat mich schon gefordert. Und man muss ja immer einfach beide hören gleichzeitig und dann irgendwann dann surrt einem der Schädel und heute kommt der Martin und holt's ab. Ob es sich der Auftraggeber genau so vorgestellt hat? Beim Gambenbau bewegt man sich in anderen Zeitdimensionen. Wenn ich so eine Decke habe, jetzt geht es langsam los, dass man klopfen muss, noch viel zu dick, aber man klopft dann immer hart und knallig noch, es wird besser. Ja, da kommt dann die Kunst, zu wissen, wann ist es gut.
Du machst immer und machst immer und irgendwann denkst du, so, jetzt stopp. Jetzt ist es gut. Jetzt nichts mehr machen. Beim Lackieren auch. Noch eine Schicht, nee, du musst wissen, jetzt ist es gut. Das ist oft so eine Gefühlssache, gar nicht so sehr eine Wissenssache. Du hast erst einfach krudes Holz und dann verwandelt es sich und auf einmal ist das Holz klang. Das ist ganz, ganz schön. Das ist, ja, Magie irgendwie. Als Instrumentenbauer zu überleben ist nicht einfach. Alois verdient als Baumpfleger dazu. Er ist gelernter Gärtner und hat früher auch als Schreiner gearbeitet. Vera unterrichtet an einer Waldorfschule und arbeitet dazu selbstständig als Stimmtherapeutin und Gesangslehrerin. Ja, der Alltag ist oft so, so grob und manchmal auch wie eine Ohrfeige. Und ja, ich bin dann gerne hier und mache diese Sachen. Der Passauer Martin Bielitzer hat das Gemshorn in Auftrag gegeben. Ein Unterschied, ganz schwarz. Gut, muss man testen, gell? Das ist schon toll, ja. Da ganz sauber, ja. Sehr schön. Geil, ja. Ist das jetzt dein erstes Horn? Nein, das ist jetzt praktisch noch die Komplettierung von meinem Set. Das Tenor Bordun, das Alt und das Alt Bordun und jetzt eben noch Sopran und Sopran Bordun. Bei der Bassgambe lässt sich immerhin schon erahnen, wie sie einmal aussehen wird. Ja, und ich freue mich, wenn der Kopf endlich, also wenn es eins wird. Der Kopf steht schon eine Weile. Noch 1-2 Monate wird es dauern, bis Vera Frey der Gambe die ersten Töne entlocken kann. Wenn es klingt, ist es Magie. Und wenn sie dann schön klingt, das ist das Allerschönste dann.